In der Pflege brauchen wir eine Revolution, weil wir verschiedenste Parameter über einen Hut bringen müssen. Wir haben eine steigende Anzahl von Pflegebedürftigen, die versorgt werden müssen. Wir müssen sehen, dass wir ausreichend Pflegepersonal haben, ausreichend gut qualifiziertes Pflegepersonal und dass die Kosten nicht explodieren, dass eine Pflege weiterhin bezahlbar bleibt und dass Pflege nicht ein Armutsrisiko ist. Künftig soll explizit vom Pflegebedürftigen her gedacht werden. Er soll seinen Koffer voller Pflege dorthin nehmen können, wo er gepflegt werden möchte. In den eigenen vier Wänden, durch pflegende Angehörige, durch ambulante Pflegedienste, in einer Tagespflegeeinrichtung, in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung oder dann in einer stationären Einrichtung. Überall soll er passgenau das Angebot, das er haben möchte, auch bekommen. Dafür sollen die bisher geltenden Sektorengrenzen zwischen ambulant und stationär aufgebrochen werden. Der zu Pflegende soll ein persönliches Budget bekommen, mit dem er oder seine Angehörigen die für ihn passenden Leistungen sozusagen einkaufen können. Unterstützt von Pflegelotsen, die etwa auch beim Ausfüllen der entsprechenden Anträge helfen. Angedacht ist, dass die Pflegenden begutachtet werden, was sie denn brauchen, von einem, ja, am besten Case Manager, von einem Pflegelotsen, der dann auch sieht, was könnte das Beste sein für den jeweiligen und dann die entsprechenden Versorgungsprogramme und die Versorgungsformen für ihn mit ausgestaltet. Ob das jetzt eine Form der Quartiers- und Tagespflege in häuslicher Umgebung ist oder in grundsätzlich häuslicher Betreuung ist, ob das ein ambulantes Setting ist, ob das auch ein stationäres sein kann, das muss man dann sehen, je nachdem, nach den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen und nach den Verhältnissen in der Familie und vor Ort. Ein zentrales Element des vorgeschlagenen Konzepts für eine Pflege der Zukunft ist die Tagespflege. Tagespflege ist wichtig, um pflegende Angehörige zu entlasten. Pflegende Angehörige sind weiterhin der größte Pflegedienst in unserem Land. 70% etwa werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Damit die Angehörigen ihren normalen Beruf, ihre Berufstätigkeit nicht aufgeben müssen, ist es wichtig, dass sie verlässliche Strukturen haben. Wir sagen immer, die Tagespflege muss so selbstverständlich sein wie die Kindertagesstätte am Ort. Wir müssen auch von den Familien her denken, dass wir die Tagespflege in etwa so ausgestalten wie die Elternzeit. Also dass die pflegenden Angehörigen da auch einen Anspruch drauf haben, zeitweise freigestellt zu werden und entlastet zu werden. Ganz so wie am Lebensbeginn eines Familienmitglieds, so auch am Lebensende eines Familienmitglieds, dass wir hier die Familien entlasten. Der Staat gibt seins dazu und ist dankbar für diese großartige Leistung, die innerhalb der Familien geleistet wird. Und dafür braucht man Tagespflege an jedem Ort. So wie die Kindertagesstätte, muss selbstverständlich sein, an jedem Ort eine Tagespflege. Und deswegen muss das groß ausgebaut werden. Das ist selbstverständlich. Da brauchen wir eine Gemeinschaftsanstrengung aller. Das kommt aber allen zugute, den Pflegebedürftigen und den Familien und der Gesellschaft insgesamt natürlich auch. Als mögliche Betreuungs- und Wohnform wird inzwischen auch die Pflege-WG geschätzt. Pflege-WG wollen wir entsprechend auch stützen als eine Wohnform, die man sich aussuchen kann, wo man seinen Koffer voller Pflege mit hinnimmt. Ich denke, dass es das für die Menschen immer wichtiger ist und immer entscheidender, dass man auch einen Bezugsrahmen hat, dass man in einer kleinen Häuslichkeit ist, da seine Wohnung hat, seine eigenen vier Wände weiterhin hat, aber sich wohlfühlt und auch seine Bedürfnisse entsprechend gepflegt werden kann. Das sind Dinge, die uns wichtig sind und immer wichtiger werden. Wir wollen solche Formen, solche Wohn- und Betreuungsformen ermöglichen. Das ist auch der Wunsch der Menschen in unserem Land.